Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück hier mit Arthur auf der Emerald Ranch. Allerdings sehe ich gerade, dass er ziemlich dick angezogen ist. Das muss nicht sein. Wir ziehen ihn mal ein bisschen um. Denn es ist zwar nicht allzu warm hier, um genau zu sein, 12 Grad. Aber so kalt für diese ganz dicke Kleidung ist es auch nicht. So, wir wollen weiter nach Rhodes. Wir werden aber die Postkutsche dafür nehmen. Uns hat ein Hilferuf erreicht aus der Gegend von Penelope Braithwaite, die, ja, die glaube ich weg will. Die irgendwie jetzt mit ihrem Liebsten zusammen will und aus diesem ganzen Mist entfliehen will. Und ich glaube, das können wir gut verstehen. So, where am I taking you? Nach Rhodes, bitte. I'll have you there faster than a cat on a mouse. Sehr schön, vielen Dank. Ja, und wir haben in seinem Tagebuch ja gelesen, dass Arthur jetzt es irgendwie daran liegt, dass er noch anderen helfen will. Irgendwas Sinnvolles tun. Da passt schon ganz gut. Wir genießen eine wunderbare Kutschfahrt im Sommer des Südens und kommen an den Rhodes, oder? Ich hoffe doch. Und da sind wir. Sehr schön. Prima. Ich mag Rhodes irgendwie. Es ist irgendwie eine angenehme, warme Atmosphäre. Klar, es ist ein bisschen staubig, aber... Ach, irgendwie ist hier immer gutes Wetter. Und das hebt doch gleich die Stimmung. Gut, bevor wir zu Penelope reiten, will ich noch eine Sache erledigen. Und zwar werden wir hier mal beim Waffenladen vorbeischauen. Denn... Ich glaube, wir haben einiges an guter Munition verschossen. Und da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen aufstocken. Das machen wir jetzt mal. Bevor wir weiterreiten, nutzen wir die Gelegenheit. So, das ist ja unser spezieller Freund hier. Der Büchsenmacher. So hieß er. Genau. Wo wir dabei sind, wir können eigentlich auch mal durchblättern. Gibt es noch Waffen, die wir eigentlich nicht haben, die noch gesperrt sind? Ja, tatsächlich, hier, der Litchfield-Repetierkarabiner, interessant. Was haben wir noch? Das haben wir alles. Hier ist noch das Carcano-Gewehr noch gesperrt. Auch interessant. Okay, und die Repetierflinte, besitzen wir die eigentlich? Bin mir gar nicht so sicher. Aber ich... So, wir kaufen jetzt im Prinzip alle Munition auf, die wir nicht haben. Dann brauchen wir nicht groß überlegen, was wir wirklich brauchen. Ja, hier vor allem diese Repetier-Express-Munition benötigen wir. Pfeile auch. Okay, ich würde mal sagen, dann sind wir wieder gut ausgestattet und können den Laden verlassen. Vielen Dank. Very nice. Hey, stupid! Out of the way! Da gibt es einen Stau. Da drüben sehe ich noch den Zeitungsverkäufer. Hat er etwa schon wieder eine neue Zeitung? Wir haben dabei noch die letzten beiden noch gar nicht richtig durchgelesen. Tatsächlich, oder? What you looking for? A paper? Die Nummer 50 ist schon da. Oh Leute, wir müssen mehr. Wir müssen mehr Zeitungen lesen. Es schleift ein bisschen. Okay, also auf zum Braithwaite Manor. Oder hat sich hier noch irgendwas getan? Wir schauen uns mal ein bisschen um. Reiten wir nicht so ungestüm hier durch. Hello. Warte mal kurz, war da irgendwas? Nee, keine. Das klang irgendwie so erbärmlich. Ah, die da oben sitzen, da sitzt jemand im Pavillon. Was haben wir hier, eine Wildkatze? Easy. Hat die da eine Maus gerade gejagt? Oh, putzig. Okay, aber ich glaube, das ist hier unser Weg. Wenn ich mich noch recht an die alten Zeiten erinnere, müsste es eigentlich hier runtergehen. Schauen wir mal. Braithwaite Manor ist doch hier unten weiter. Ja, genau. Aber wisst ihr was? Ich brauche jetzt hier nicht rumwundern, wo es lang geht. Lassen wir uns mal den schnellsten Weg anzeigen. Bei diesen ganzen Feldwegen sieht man gar nicht mehr durch. So, und da ist irgendein Lager. Hier direkt am Weg. Oho!
Das sieht ja ganz so aus, als wären das unsere Freunde hier. Lemoines. Na, wer hätte das gedacht? Dann knöpfen wir uns die mal vor. Schauen wir mal, dass es die immer noch gibt. Nein, wirf doch. Okay. Oha. Okay. Hat noch einer überlebt? Tatsächlich, der liegt da. Oh Gott, der liegt im Zelt. Peace and quiet. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, das war höchst hochgradig effektiver Einsatz von Dynamit. Wir schauen uns das gar nicht so genau an. Hier brennt sogar einiges. Wir gucken mal, gibt es hier irgendwas Interessantes für uns? Offene Kisten. Ja, aber das sieht alles nicht so prickelnd aus. Pferdewecke benötigen wir auch nicht. Oh, 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 die Freunde sind da. Wow, was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Lemoines her? Das kann doch nicht wahr sein. So, Leute, ist hier noch irgendwas wirklich Spannendes? Ich glaube nicht. Was ist hier unten? Hier brennt alles. Ach, kommt. Ich glaube, wir hauen hier ab. Das nervt hier einfach nur. Wir gucken hier einmal rum, aber wir besitzen eigentlich schon alles, was die haben. Hier ist noch eine Kiste, die können wir nochmal plündern. Was ist da noch möglicherweise drin? Aha, Heu. Na, das ist doch schön. Da freut sich immerhin Scotch. So viel Heu in so einer kleinen Kiste. Scotch, wo bist du überhaupt? Ja, das Dynamit, das war laut. Das kann ich verstehen. Das war unangenehm. Lass uns weiter. Ah, wir reiten natürlich wieder von hinten rein. So, da sehen wir die Ruine. Und die Frage ist, das letzte Mal, als wir hier waren, da gab es ja noch Wachen. Haben wir die jetzt alle erledigt? Sind jetzt hier noch welche? Ich will jetzt hier kein großes Aufsehen herregen. Kein großes Aufsehen. Immerhin vermute ich mal, dass Penelope unsere Hilfe benötigt und irgendwas Geheimes anstellen will. Naja, wir werden es sehen. Okay, da haben wir Typen. Sind die feindlich? Oder können wir einfach hier friedlich durchreiten? Nee, die sind nicht feindlich, wie es aussieht. Der hat eine Angel in der Hand, ne? Okay, Angler sind natürlich friedlich. Dem Pavillon? Nein, sie ist hier in dem Schuppen. In der Nähe des Pavillons. Okay, dann wollen wir sehen. Kommt irgendjemand anderes von der Seite? Das ist auch ein bisschen verdächtig. Penelope, bist du hier? Ja, hier sitzt sie, hier wartet sie. Oh, you came. You came. You finally came. Okay. Oh, thank you. Thank you, you lovely, lovely man. Well, calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her! They killed Miss Calhoun! All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs! Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They're animals.
Not even animals. Monsters. Monsters. If God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo'll be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. Okay. Gut, das heißt, die haben die, die feministische Aktivistin getötet. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, die meinte sie, ne? I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay, let's try and get you a train. And Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up. Or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty will again. But, yeah, far as it goes, get out. Don't look back. Make something decent of your lives. He's a good man, isn't he, Bo? There are worse. He's kind, and he's caring, and he's strong. I'm sorry. I didn't mean to laugh. He's a lot of things, but... And not strong like you, but strong enough to stand up to his family, to be different from folk. You don't know how hard that can be, to say something is wrong when everyone around you thinks it's right. No, perhaps I don't. But he is a good man, and he's lucky. You're both lucky to have each other. This could be the best day of my life, or the worst. I can't bear not knowing which. Hold on. It'll be clear soon enough. Das ist interessant. Stärke ist nämlich vielleicht nicht das, was Hafer immer denkt. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Good day to you. Da ist er tatsächlich. You came! You came! At last you came! Oh, Bo! My sweet! My best of men! Oh, I'm hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Ja, ob das noch Ärger gibt? Bin gespannt. Can I have 3 tickets to Saint Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly. Good to see you. Hey, cousin. No, hey, no, no, you leave us alone. Penelope, get back. Oh. No, excuse me, Alden. Hey, you leave them alone. Get off me. You leave them alone. You
Here, get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. You don't want to come back here without giving you a whipping. We should have done this last time. Get on the train, boss. Go to your woman. Weren't much. Four fists and maybe one brain between you. You're gonna get hurt, cowboy. Get him, Scott. Come on, Arthur. If that is his real name, it doesn't matter. He can fight. Oh, Arthur, come on. Ja, wir schaffen das schon. Der ist hier ziemlich hart im Leben. Jetzt haben wir ihn, oder? 2-1 ist aber auch ziemlich unfair, oder? Arthur, please get on. That all they taught you? Der Zug fährt gleich, Leute. Ja, den Einhander. Schluss jetzt hier. Quick, come up on the train. Oh Gott, unser Hut, Leute. Hello, future. All right, all done. That is quite a family you got there, son. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so what do you expect? Good manners? My uncle used to say things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah, well, proud of life. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with you with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. I'll deal with this. Jewels? I knew you had some damn jewels. Oh oh, ich wollte dahinter gehen. So, was haben wir denn hier? You must have all the jewels in the state name out of your cousins here. Die ganzen Cousins sind jetzt erstmal dran. They're off the hill from us. Erstmal ein bisschen nachladen. So, wo seid ihr? Wie? Jetzt wird noch angehalten? Look! Is that the driver? He's abandoning us! Oh, nein. Hold tight, or I don't. Take a look up front. What will you do? I'll figure it out. Driver! Driver, we're in the clear. Time to start this train again. Damn it, you did run. Der ist abgehauen, Leute. To rob your trains, mister. Okay, dann übernehmen wir das hier. Hahaha. Okay. Wow, Leute. Und wir können sogar die Glocke läuten. Nee, die Pfeife können wir betätigen. Cool. Okay. Wir dürfen selber mit dem Zug fahren. Großartig. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Schauen wir mal, ob wir hier zum Ziel kommen. Wir fahren nach Norden, ne? Wir fahren nicht nach Saint-Denis, oder? Sehr schon die B
Bisonherde hier. Großartig. Okay, ich hoffe, die Weiche ist richtig gestellt. Jetzt eigentlich unser Ziel. Okay, bremsen können wir auch. Müssen wir hier jetzt anhalten? Das ist ein Haltepunkt. Warte mal kurz. Können wir kurz mal auf die Karte gucken? Wo muss ich jetzt hin? Ach, zu Briggs Station. Alles klar, jetzt fahren wir über die große Quelle. Ich glaube, wir betätigen hier einmal die Pfeife und fahren hier durch. Flatneck Station interessiert uns hier nicht. Wer hier aussteigen will, hat Pech gehabt. Wir haben es eilig. Wir müssen ein Liebespaar ans Ziel bringen. Jetzt kommt die große Brücke, Leute. Schön. Haben wir mal den Reverend gerettet, wenn ihr euch erinnert. Wie ein Profi macht er das. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Nehmen wir das jetzt an? Ach. Nee, das hat so viel Unglück gebracht. Wir lehnen das ab. I couldn't take it. No. Let's get you off to Boston before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah? This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Mm-hmm. On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! Tja, vielleicht haben die beiden ein bisschen mehr Glück als Arthur. Seine Liebe. Scotch ist offenbar hinter dem Zug wie immer brav hinterhergeritten. Und jetzt sind wir hier weit ab vom Schuss. In einer Gegend, in der wir lange nicht mehr gewesen sind. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Rast hier. Okay, Fella. Irgendwo in einem schönen Stückchen Fleckchen Erde. Und werden noch ein bisschen Zeitung lesen und dann zurückkehren. Und ich sehe gerade, Hamish hat tatsächlich was Neues. Genau, er hat uns zur Jagd eingeladen. Aber ich denke, wir werden erstmal schauen, was mit Reverend Swanson ist, der irgendwas anderes hier noch am Start hat. Aber Hamish werden wir nicht vergessen. Aber wie gesagt, lasst uns noch ein bisschen was lesen. Für alle, die sich nicht für die Zeitung interessieren, die können jetzt, glaube ich, schon abschalten. Denn jetzt wird vermutlich nichts mehr passieren, außer wir werden mal wieder hinterrücks von irgendeinem Panther.
Oh, was ist denn hier? Ach, hier ist der Trab. Ah, alles klar. Okay. Stimmt, hier oben war der, ja. Oh, schaut mal, was für eine tolle Aussicht. Großartig. Sehr schön. Also, wir waren, glaube ich, stehen geblieben. Ne, die 50 will ich gar nicht lesen. Die kennen, das ist noch, so weit sind wir noch gar nicht. Wir waren stehen geblieben, wenn ich mich recht entsinne. Lasst uns mal den Zeitungsstapel anschauen. Bei Ausgabe 48. Warum das hier nicht vernünftig sortiert ist, weiß ich auch nicht. Und zwar haben wir die ersten drei Artikel gelesen und dementsprechend machen wir mal da weiter. Zucker aus Guama, heiß begehrt. Fusar als Freund der USA bezeichnet. Importe aus Kuba nehmen zu. Der Eisenbahnbaron und Industriemagnat Leviticus Cornwell stand neben einem Schiff, das kubanischen Zucker von der Insel Guama entlud, als er ein neues Zeitalter der Kooperation zwischen den beiden Ländern verkündete. Nachdem er zwei Reisen in das Gebiet unternommen hatte, um einige Zuckerplantagen zu besichtigen und anschließend einen exklusiven Kaufvertrag mit dem Gouverneur von Guama unterzeichnete, nehmen die Importe nun beständig zu. Cornwall bezeichnete den örtlichen Gouverneur Alberto Fusar als wahren Freund Amerikas. Tatsache ist jedoch, dass die zunehmenden Importe die US-Zuckerindustrie in einen Preiskampf treiben, der amerikanische Arbeitsplätze kosten wird. Kritiker bezeichnen Fusar als kontroverse Persönlichkeit, die ebenso schillernd wie grausam sein kann und Guama praktisch unter die Herrschaft des Militärs gestellt hat. Seine Sicherheitskräfte werden Berichten zufolge auf der gesamten Insel gefürchtet, auf der Plantagenarbeiter nicht selten 14 Stunden am Stück arbeiten müssen, um ihr Soll zu erfüllen. Ich frage mich, ob man diesen Artikel gelesen hatte, bevor man dort ist. Vielleicht. Bandenversteck entdeckt am Clemens Point. Wird der Van der Linde-Bande zugeordnet, erst seit wenigen Tagen verlassen. Ah, das war unser vorvorletztes Versteck. Gesetzeshüter und weitere Jäger der Van der Linde-Bande haben dem Vernehmen nach die Überreste eines Lagers entdeckt, das der Bande zweifellos als Stützpunkt diente, während sie in der letzten Zeit Bürger in der Gegend von Scarlet Meadows ausraubte, terrorisierte und ermordete. Das relativ weitläufige Gebiet war gut organisiert und die Größe des Verstecks legt nahe, dass die Diebesbande über mehr Mitglieder verfügt, als die Behörden ursprünglich angenommen hatten. Nach der Van der Linde-Bande wird wegen einer Reihe von Raubüberfallen und Morden gefahndet, wobei insbesondere der Bootsüberfall im Blackwater ins Gewicht fällt, bei dem nahezu $150.000 erbeutet wurden. Wow, wir hören zum ersten Mal, glaube ich, diese Dimension. Jetzt verstehe ich auch, warum das immer alles zu wenig ist, was wir hier immer überfallen. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Mehrere Rancher in der Gegend haben einen Rückgang ihrer Viehbestände zur Anzeige gebracht und ein Mann namens Thaddeus Rivington berichtete den Gesetzeshütern, seine halbwüchsige Tochter wäre verschwunden und hätte sich der Bande angeschlossen. Seiner Aussage zufolge sei dies die einzig mögliche Erklärung, warum sie von ihrem Weg der Erleuchtung und ihrem Vorhaben, in ein örtliches Kloster einzutreten, abgekommen ist. Hä, was ist das nochmal für die Geschichte? Kennen wir das Mädchen? Haben wir das irgendwie mitbekommen? Habe ich irgendwie vergessen. Atemberaubende Feier des Bürgermeisters. Reiche besuchen jährliche Abendgesellschaft. Die Feier, die Bürgermeister Henri Lemieux alljährlich auf seinem Anwesen in Saint-Denis für die feine Gesellschaft ausrichtet, ging dieses Jahr bis spät in die Nacht. Der Champagner floss in Strömen. Ein Streichquartett bezauberte die Gäste und ein Feuerwerk erhellte den Nachthimmel. Zu den erlesenen Gästen zählte unter anderem der industrielle Archibald Jameson, der Kriegsheld Major Hobart Crawley, der Bankier Gilbert Knightley sowie Hector Fellows, Besitzer des Saint-Denis Times Tribune. Außerdem anwesend war der umstrittene Geschäftsmann Angelo Bonté, ein großzügiger Wohltäter der Stadt Saint-Denis, dem allerdings auch Verstrickungen in zwielichtige Geschäfte nachgesagt werden. Bombardierung aus den Sternen. Atemberaubender Meteorschauer. Oh, jetzt klärt sich das auf. Das Ausbleiben des für letztes Jahr vorhergesagten Meteorschauers hatte nicht nur für allgemeine Enttäuschung gesorgt, sondern ließ auch Astronomen überall auf der Welt rätseln, ob sich der Schwarm aufgelöst hatte oder lediglich um ein Jahr verzögerte. Nun jedoch haben sich verschiedene Amateurastronomen gemeldet, die von mehreren Meteorschauern in der Umgebung von Roanoke Ridge in New Hanover berichteten, nachdem dort ein großer Meteorit eingeschlagen war. Diese Weltraumteilchen kreuzen die Bahn der Erde, verbrennen zu prachtvollen Schauern aus Licht und sind vermutlich verbliebene Trümmer aus demselben System, das den gewaltigen Meteoriten hervorbrachte, der kürzlich in der Gegend einschlug und dort einen riesigen Krater hinterließ. Aha, warte mal.
Den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Während einige den Weltraumtrümmern heilende Eigenschaften zuschreiben und deshalb zu dem Krater pilgern, bezeichnen andere diese Vorstellung als lächerliche, haltlose Spekulation. Aha, den haben wir noch gar nicht gefunden, glaube ich, so einen richtigen Krater. Chicagoer Neger halten Gottesdienst gegen Lynchjustiz ab. Proteste nach Lynchmord an beliebtem Reverend in Georgia. Vor kurzem wurde der Leichnam des in den Chandler-Mord verstrickten Reverend Benson Floyd in einem kleinen Dorf in Georgia aufgeknüpft an einem Persimonenbaum gefunden, obwohl sich sowohl sein Arbeitgeber als auch zahlreiche weiße Mitglieder der Gesellschaft für seine Unschuld verbürgt hatten, wurde er von einem Mob verurteilt, verstümmelt und schließlich am Straßenrand aufgehängt. Floyd war zuvor von einem anderen Neger, Otto Luther, belastet worden, der von der Vollstreckung seines Todesurteils für den Chandler-Mord aussagte. Der Priester hätte ihn für die Tat bezahlt. Nicht wenige halten diese Aussage allerdings für eine Lüge und bezeichnen sie als Luthers Rache an Reverend Floyd, den wegen seiner sündigen Lebensweise an den Pranger gestellt hatte. Als Reaktion auf den Lynchmord bereitet ein Großteil der 30.000 farbigen Einwohner von Chicago eine Reihe von Protesten vor, die in Kirchen abgehalten werden sollen. Gemeindesprecher haben zu einer ruhigen und zivilisierten Debatte aufgerufen. Ich schaue mal, wie viele Artikel noch sind jetzt in dieser Ausgabe. 1, 2, 3, 4, 4 noch. Komm, die ziehen wir noch durch. Eine Welt des Staunens, strahlende Unterhaltung und Saint Denis. Selbst wenn man nur am Théâtre Ralleur vorbeispaziert, kann einem kaum das fröhliche Spektakel entgehen, das sich im Inneren abspielt, denn man kann es bis auf die Straße hören. Zeremonienmeister Albrecht T. Abington hat eine göttliche Vorstellung nach Saint Denis gebracht. Zu den allabendlichen Höhepunkten gehören der Auftritt von Hortensia in der epischen, muskelbepackten Frauengestalt, die magischen und todesmutigen Entfesselungen von Benjamin Lazarus, ein Feuerschlucker, ein Schlangenbeschwörer, französische Tänzerinnen, Musikdarbietungen und vieles mehr. Erleben Sie, wie ahnungslose Zuschauer ein Teil der Darbietung werden. Die Auftritte wechseln von Abend zu Abend und die Eintrittspreise sind erschwinglich, wie Mr. Abington nicht müde wird zu beteuern. Dies ist Unterhaltung auf höchstem Niveau, wie man sie in London und Paris genießt. Vielleicht sollten wir auch nochmal hingehen. Er zog einen großen Revolver. Duell berühmter Revolverhelden. Calloway tot. Als sich der Pulverdampf am Brandywine Drop legte, war eine Rechnung beglichen und zwei berühmte Revolverhelden tot. Slim Grant und Jim Boy Calloway. Slim Grant, der vom Revolverhelden zum Marshall wurde, starb durch eine Kugel von Calloway, der Rache für das frühe Dahinscheiden seines Cousins vor vielen Jahren suchte. Nachdem er Grant tödlich verwundet hatte, wurde Calloway in einem letzten Akt der Feigheit noch in den Rücken geschossen. Zeuge der Ereignisse vor ihrem Tod war der Schriftsteller und Historiker Theodore Levin, der zurzeit an einer Biografie über Calloway schreibt. Darin, so verspricht er, will er detailliert die letzten tragischen Momente und Worte dieser beiden Legenden einer verlorenen Ära dokumentieren. Sehr schön. Gewaltige Explosion, Raub in Cornwall-Fabrik, viele tot oder dem Tode nahe. Eine friedliche Nachtruhe wurde je unterbrochen, als gewaltige Explosionen die Cornwall-Kerosin- und Teerwerke in den Heartlands von New Hanover erschütterten. Im anschließenden Durcheinander drang eine Verbrecherbande in das Gebäude ein und zum Firmentresor vor. Nach Angaben des Vorarbeiters waren die Eindringlinge aber nicht am Bargeld interessiert, sondern wollten wichtige Geschäftspapiere aus dem Panzerschrank entwenden. Sie wurden jedoch bei ihrem Treiben überrascht. Es folgte ein spektakulärer Schusswechsel. Zahlreiche Wachleute wurden von den skrupellosen Banditen auf ihrer Flucht getötet, andere schwer verletzt. Die Gesetzeshüter vor Ort haben keinerlei Spuren oder Tatmotive, sollen aber Suchtrupps und Milizen organisieren, um die Umgebung zu durchkämmen. Auch daran waren wir beteiligt. Und zu guter Letzt Jeremy Jill. Die Wände meines gut ausgestatteten Arbeitszimmers sind mit etlichen Trophäen verziert, unter denen sich auch zahllose Prachtexemplare des Forellenbarsches befinden. Diese lebhaften Kreaturen verhalten sich wie ausgebildete Akrobaten und können sich als bester Freund und schlimmster Feind jedes leidenschaftlichen Anglers erweisen. Sie schwimmen und zischen mit atemberaubender Geschwindigkeit durchs Wasser und springen dann hoch in die Luft, begleitet von den Freudenschreien des begeisterten Anglers. Jetzt noch eine Geschichte. Ich hatte einst Besuch von einer äußerst wohlhabenden Frau, die von den Gerüchen in meinem Trophäenzimmer derart überwältigt war, dass sich eine delikate Situation entwickelte, über die kein Gentleman je in einer Zeitung sprechen würde. Okay, was hat das mit dem Fisch zu tun? Der in offenen, fließenden Gewässern heimische Barsch ist äußerst wählerisch. Jetzt allgemeine Hinweise. Nee, nichts hat das mit dem Fisch zu tun. Okay, die 48 haben wir gelesen. Damit können wir mit gutem Gewissen Schluss machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zurückreiten
in den Osten. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.